Auf Willingen freue ich mich schon sehr. So eine HS145. Ich bin gespannt, ob man da einen großen Unterschied zu Kusamo merkt. Ob es wirklich recht größer ist, weil da denke ich, könnte man auch jetzt hier über 150 Meter springen. Das wird auch passieren, diese ganzen besten Spieler da der Welt. Dann zu spät abgesprungen, dann eben noch. Weil die Firma, ich weiß nicht, ob das HS134 oder 37 ist, weiß ich nicht auswendig. Wird auch, denke ich, interessant werden. Zakopane, okay. Ich glaube, meines Erachtens nach Zakopane wünschen sich nur die meisten, weil da halt immer im Winter so eine Atmosphäre ist. Mit den ganzen Zuschauern und so. Das Problem ist, da hat doch einer gefragt, ob der da auch an die Seiten, also der Jussi, ob der da an die Seite so, Tribünen machen wird, wie in echt, und hat er geschrieben, das hat er eigentlich nicht vorgesehen, dass er da Tribünen macht. Und ich denke, das wird, ob, naja, okay, ob das so spektakulär sein wird, wie sich alle, denke ich, wünschen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Gerade so gestanden. Dann vielleicht. Naja, wenn Kuipio kommt, das ist ja, glaube ich, HS127 oder HS128, das wird auch interessant werden, weil es ist dann so eine kleine Großschanze. Und das kleine, weil die Firma HS106 oder sowas, wird, denke ich, auch interessant werden vom Profil her, weil es ist recht viel größer als Sakopa, also als kleine Sakopane und als Villach. Ja, und Engelberg. Ja, wir werden uns mal überraschen lassen. Das werden dann nochmal, wie viele Schanzen mit Kuipio neu sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6 neue Schanzen. Oh, gestürzt. Oh, gestürzt. Wenn man das noch mit DSJ3, also mit der Lucky Jump 3 vergleicht, da ist es schon noch eine Menge weniger Schanzen. Aber man muss ja auch zugeben, das dauert ja, das ist ja, die Schanzen sind ja hier in der neuen Version wesentlich komplexer als in DSJ3. Das sieht man ja auch von den Wänden, von den Linien, von dem Realismus her und von dem Anlauf her. Das sind ja eigentlich quasi Welten zwischen den Versionen. Und auch der Sprungstil mit den Skiern, das ist ja. Naja, was. Was ich vielleicht noch, was, wenn es möglich ist, vielleicht wenn Skispringer über, was weiß ich, über, hier in Lillehammer zum Beispiel, über 130 Meter springt, dass vielleicht die Zuschauer anfangen zu jubeln oder was, und ob vielleicht auch der Springer anfängt zu jubeln oder was. Also keine aufwendige Animation, aber wenigstens so eine einigermaßen, dass man so einigermaßen sieht, dann vielleicht, was könnte man noch machen? Die Matten realistischer, weil das sieht ja eigentlich nicht so besonders realistisch aus. Ja, in dem früheren, in dem Patch, den ich immer gehabt habe, da sah es ja eigentlich gut aus. Da sah es ja eigentlich gut aus. Ja, was könnte man noch sagen? Was könnte man noch verbessern? Vielleicht. Ne, also ich denke vielleicht auch, wenn man das hier mit den Sommerlinien, mal gleich, zeig ich mal, hier zum Beispiel, hier in Lillehammer ist hier eigentlich Schluss und da geht's frei durch. Also ein bisschen was kann man da noch optimieren. Aber das ist eigentlich schon re extrem realistisch, muss man sagen. Ich hätte auch, ja genau, ich hätte auch noch da hinten die Häuser näher beieinander gemacht und eine größere Stadt gemacht, weil zum Beispiel wie heißt, in Zakopane, da ist ja die Stadt viel größer als nur so kleine Häuser. Die Städte vielleicht noch ein bisschen, okay, aber das hat ja noch Zeit, das muss ja nicht sofort sein. Und dann vielleicht noch, was könnte man denn noch machen? Hier zum Beispiel in Lahti, wenn da auch die kleine HS190 oder was das da ist, macht, einfach direkt neben die andere bauen. Das wäre doch auch was. Hat doch auch gut auch ausgesehen. Oh, und der ist erstaunlich hoch. Ja, oder. Also die Anläufe, die sind eigentlich schon recht gut. Wenn man das allein schon mit der Beta 2 vergleicht, dann sieht das schon extrem gut aus. Oh, ganz schade, ganz schade. Ganz, ganz schade.
ganz, ganz schade. Ja. Nee, der Flugstil, der ist ja eigentlich ganz gut. Da merkt man. Ja, und vielleicht auch die Stürze ein bisschen realistischer machen. Oder zum Beispiel, das passiert mir auch ganz oft, wenn ein Skis wenn also ein Skispringer, sondern hier in Deluxe Skitour 4 ein Skispringer stürzt und zum Beispiel den Sprung nicht steht, scheinbar nicht steht, aber trotzdem zum Beispiel vor der Sturzgrenze, also vor der weißen Grenze da drüben, nett den Boden berührt hat, kriegt er trotzdem nur 12 Noten anstatt zum Beispiel jetzt 15 oder 17, weil er ja ein bisschen schlechter war. Das hätte man auch vielleicht auch noch optimieren müssen, die Stürze ein bisschen realistischer darstellen und vielleicht auch noch vielleicht auch die Landungen, weil die Landungen sind eigentlich recht immer gleich. Entweder beide Beine oder Telemark, dann vielleicht die Beine sind ja hier, die Beine sind ein bisschen breiter oder was. Vielleicht könnte man noch machen. Ich weiß nicht, also auf jeden Fall, das ist natürlich schon sehr realistisch, aber da ist, wenn man da so ein richtig extrem realistisches Spiel macht, da ist eigentlich noch eine Menge Arbeit davor. Aber jetzt im Gegensatz zur Vorversion zu Deluxe Featurem 3 ist es schon erste Klasse, das Spiel hier. Ich sollte mich jetzt mal hier mehr aufs Spielen konzentrieren und nicht aufs Reden. Aber wenn ich immer rede, da bin ich immer extrem unkonzentriert und fange immer schneller an zu reden. Aha, interessante Perspektive. Auch in Garmisch-Partenkirchen, da bin ich mit dem Zug vorbeigefahren an der Schanze. Die sieht natürlich das im Winter und bei Nacht, da sieht die so richtig gut aus, weil da ist eine Beleuchtung unter dem Turm. Das sieht schon mal richtig klasse aus. Das könnte man vielleicht auch noch machen, immer wenn man nachts macht, Training oder einen alten Wettkampf nachts, dann noch Lichter unter die Schanze, unter den Anlaufturm bringen. Dann würde das noch richtig, also das sieht schon richtig extrem geil aus, muss man sagen. Und was? Ach ja, und in Garmisch-Partenkirchen stimmt auch der Berg nicht so ganz. Da ist nämlich in Garmisch-Partenkirchen hier in Deluxe Ski Jump 4 ist es nämlich. Oh, ganz schade. Clemens Muranka, 135 ist es nämlich. Also hier in Deluxe Ski Jump 4 habe ich schon gesagt. Ist es nämlich, dass der Berg danach direkt aufhört, oder glaube ich zumindest.